jetzt hier eigentlich irgendwas? Oh, hier gibt es ein paar Fragezeichen. Die sind nicht so weit weg. Aufdecken. Ich will wissen, was das ist. Könnte ein historischer Ort sein, das eine. So, was haben wir hier? Mhm. Sie werden mich suchen. Ah, nee, ich nee. Muss vorsichtig sein. Ja, ja, ich will ja nur außen rum gehen. Ignoriere mich einfach. Guck, ich bin schon weg. Hoppala. Das hier sieht doch prima aus, guck. Okay, alles aufgedeckt. Dann dahin. Ja. Hä? Hm. Dachte schon, oh mein Gott, schmiert schon wieder ab, weil die Mucke plötzlich mittendrin aufgehört hat, aber... Das war wohl komisch. Und hopp. 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 Oh, brauch nicht hopp. So, wie nah ist denn jetzt aktuell der nächste Söldner? Der ist noch da. Der eine jagt mich nicht, der andere ist hinter dem Fragezeichen. Also kann ich erstmal noch weiter, okay. Hm, da vorne ist einer. Da ist ein Lager. Oh, der ist im Lager hier, hä? Nee, nee, da war keiner. Und hopp. So. Ich meine, ich finde ja eh immer geil, wie genau die das immer wissen, wo die Pfeile herkamen. Ich hatte gedacht, hier ist jemand. Ich meine, die anderen zwei gehen mehr oder minder mit drauf, wenn ich die Tusse hier wegmache. Obala. Das ging jetzt schneller als gedacht. Manchmal zweifle ich an meinem Söldnerleben. La 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 la. So. Okay, vielleicht steige ich jetzt auch einfacher auf. Guck mal. Scharfschützin, Dilo der Blitz, Delfina die Glänzende. Dann haben wir einen in der Arena, ein Kerl, dann wieder Lexa. Das ist auch wieder ein Kerl. Also wir haben nur noch drei Kerle über mir und 1, 2, 3, 4 Mädels.
So, lass mal die da mal oben sein, was sie sollen wollen. Weil ich will nämlich dahin, zu der Klippe da oben. Die lag mir halt nur im Weg, dieser Söldner. Aber hey, je höher ich im Rang bin, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich noch gejagt werde, ne? Weil je mehr Ränge die unter mir sind, desto unwahrscheinlicher ist, dass sie mich halt jagen wollen auch, ne? Hübsche Klippe. Da kann ich bestimmt toll reinspringen, da unten. Egal, erstmal zu Mami hoch. Das ist sogar ein Sprungbrett, guck. Da muss ich garantiert runterspringen. Aber erstmal mit ihr reden, weil wahrscheinlich sagt sie mir, dass ich runterspringen soll. Hi. Ein Glück hast du uns gefunden. Ich erhielt deine Nachricht. Der Überbringer ist tot. Er hat dich verraten, Brasidas. Die Kultisten, von denen Myrine sprach. Sie wussten, dass du kommst und müssen Lagos gezwungen haben, ein Kopfgeld auf dich auszusetzen. Wir können in Arkadien niemanden mehr trauen. Deshalb sollten wir den Kopf des Archons aufspießen. Das ist die Sprache, die der Marionettenkönig in Sparta versteht. Wohl wahr. Finden wir heraus, was in Arkadien vor sich geht. Wir sollten dieses Lagos-Problem ohne allzu großes Blutvergießen lösen können. So wie damals mit dem Völker in Korinth? Die Menge wollte Blut. Gewalt ist nicht immer die Lösung. Was auch geschieht, ich doch wir brauchen gesagt. Lagos lebend. Arkadien ist Spartas Kornkammer. Und Lagos hält sie gefüllt. Dieser Mann arbeitet für den Kult des Kosmos, nicht für Sparta. Dann müssen wir ihn aus ihren Fängen befreien. Warum sollte er aussteigen wollen? Kopfgeld und Drohungen sind nicht seine Art. Lagos ist ein Bauer, kein Mörder. Du kennst den also? Was also wäre dein Plan, Brasidas? Anders als deine Mutter bevorzuge ich die leise Lösung. Ich werde zunächst eines seiner Verstecke untersuchen. Vielleicht gibt es dort Hinweise. Prinzipiell gut, ja. Was hältst du von dem Ganzen? Ich bleibe dabei. Schicken wir den Archon zu Hades. Wenn wir Sparta seine Kornkammer nehmen, ist der falsche König mittellos. Der Archon ist nicht mehr der Mann, den du kanntest. Der Kult hat ihn in der Hand. Ich fürchte, sie haben beide recht. Also das ist bestimmt nicht mehr der Mann, den wir kannten, aber... Da kam ich ja gerade rechtzeitig. In der Tat. Aber nun triff eine Entscheidung. Mami. Der Plan meiner Mutter ist besser. Ah, mein Kind. Vereint in Blut und Bestimmung. Deine Impulsivität trübt dein Verstand. Er ist nicht mehr. Tausende von Spartanern sind auf Lagos Korn und Schutz angewiesen. Sein Tod sorgt nur für Chaos. Sterben wird er in jedem Fall, weil er halt... Kultist ist, so leid's mir tut. Er hat ein Versteck auf einem Bauernhof nordöstlich von Tegea. Triff mich dort, bevor du etwas tust, was du bereuen würdest. Okay. Denn mit ihm reden kann ich ja nochmal. Was, wenn Brasidas Plan fehlschlägt? Der Archon versteckt sich in der Festung Samikon. Das Monstrum ist nicht zu übersehen. Du kannst ihn zur Strecke bringen, aber sei vorsichtig. Er wird gut bewacht. Dann müssen wir die Verteidigung schwächen. Er hat Unterkünfte voller Wachen und Silos voller Korn. Wäre doch eine Schande, wenn denen was passiert. Das wäre echt eine Schande. Wo genau, glaubst du, sind Lagos-Wachen stationiert? Einige verbringen die Nacht in Tegea. Im Schmugglerwald stehen zudem ein Lager sowie eine Festung. Vernichte die Wachen dort und seine Verteidigung wird geschwächt. Wo finde ich die Kornspeicher? Der Archon lagert sein Korn in der Wiege des Pan. Steckt den Speicher in Brand und sein Reichtum wird in Flammen aufgehen. Ich finde beides heraus, nicht was schlecht. Lagos vorhat. Viel Glück, mein Kind. Du verstehst es nicht. Es geht nicht nur um Feuer und Weizen. Es ist persönlich.
Oh ja, sehr persönlich, du. Wesh. Wo ist er denn? Ach, er ist Lagos. Ja, wunderbar. Wollen wir doch mal gucken. Also da muss ich wohl überall hin, das ist okay. Und ich bin gerade am Überlegen, er ist dann wahrscheinlich das hier. Ach komm, wir gehen erstmal in die Richtung, wie ich jetzt angemalt habe. Einerseits, andererseits. Also Punkt A und das da. Punkt B, ich wollte da unbedingt runterspringen. Das ist bestimmt voll lustig. Yippie! Mehr nicht. Ist ja voll langweilig. Eins. Echt jetzt. Eins. Das hat sich ja so gelohnt. So. Da komme ich raus. Bestimmt, ja. Also diese Richtung 600. Und ja, dann halt da so ein Kopfgeldjäger und ein Lagerplatt machen, ne? Und mal gucken, wo ich den Typen mit dem Typen nochmal aufeinandertreffen kann. Ah, ich gehe ungern auf der Straße, ne? Und das Ding springt schon ganz schön. Lass mal kurz in die Deckung gehen hier irgendwo. So, jetzt komme ich dem Typen schon mal näher. Warten wir mal, dass der kommt. Da ist er. Der ist unter mir, oder? Der ist unter mir. Was macht denn der hier? Komisch. Wo bist du hin? Und ich hasse Feuerwaffen. Komm noch mal zurück. Von deinem Kopfgeld kann ich ein ganzes Jahr leben. Aha. Huh?
Dieser Schweinepriester. So ein Mist. Ich kenne Welpen, die besser kämpfen. Du machst es mir zu einfach. Boah. Deswegen hasse ich diese Feuerdinger, ne? Deswegen hasse ich Feuer. Selbst gegen Gift komme ich einfacher klar, muss ich ehrlich sagen. Oh, Moment, wenn ich jetzt wieder hier bin, weil... Ach du Scheiße. Ich muss jetzt echt auch nochmal runterspringen weiß, und alles. Ich weiß, du tust, was dein Herz dir sagt. Aber ach, du musst deine Familie... Was nervig. Komisches Geräusch hier. Geht weg von mir, okay. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, auf den habe ich gerade keine Lust. Ich mag Feuer nicht. Den mache ich das nächste Mal, wenn ich mehr Dings geladen habe. Und dann machen wir ihn einfach mit Pfeilen platt. Ja, ich glaube, Feuer ist so ziemlich das Einzige, wovor Cassandra hier noch Respekt hat. Seine Wachlager. Das sieht nach dem Lager aus. Die Wachen schicke ich in den Hades. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Sichtung. Nein, nicht zu melden. Wir müssen auf der Hut sein. Das ist noch nicht vorbei. Verstanden. So. Ah, schade, der überlebt. Knapp, aber er überlebt. Dum, 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 dum. Hört mal zu. Ihr müsst alles abtun. Habt ihr verstanden? Hier ist keine Thank you.
Du zahlst also ein Kopfgeld auf mich, interessant. Stirb doch einfach schon mal, hä? Huh? Ist denn so, mal einen richtigen Gegner zu haben? Ich Das Lager ist erledigt. Nun muss ich die Unterkünfte und die Festung finden. Letztere ist auch im Schmugglerwald. Mit ihr sollte ich anfangen. Okay, da ist der zweite. Dein Kopfgeld wird mir den Tag versüßen. Oh, da ist ja noch eine dritte. Ich verfüttere ich an die Hunde. Zwei Kopfgeldjäger sind halt schon scheiße. Voll. Komm her, du. Mein Geld! Oh, bitte! Ich bin nicht schuld. Ich hab das Kopfgeld. Scheiße! Mann! Die hingen voll fest und dann ging's nicht und so, ne? Muss also unbedingt noch mal eine Runde irgendwo mich verstecken. Das hilft grad nix. So. Jetzt wissen sie nicht mehr, wo ich bin. Okay. Dann muss ich den Tod bestätigen und dann mal gucken. Oh Mann. Also zu 2 gegen 1 ist halt scheiße gerade. Das geht halt zu sehr
ist jemand. Ja, hier ist auch wer. Tut mir jetzt leid, ne? Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich halt gerade so auch leer bin. Ne, und es geht halt auch gerade nicht anders. So, langsam wird das hier. Ich kann mich gut verstecken. Habe ich eigentlich noch 50, wunderbar. Ah. Na komm. Den Fall hier haben. So viele Pfeile. Okay, sie ist nicht. Die weiß jetzt, wo ich bin. Ja, ja, aber ist ja fast tot. Das ist ja kein Problem an sich, also. Erst weiß ich nicht. Allerdings kann ich ihn auf jeden Fall ablenken, indem ich ihm jetzt einfach mal so einen Geisterpfeil hinballer. Dann weiß er ja angeblich, wo ich bin, haut aber in eine komplett falsche Richtung ab. Ah, dann habe ich wieder ein bisschen Zeit. Yep, kamen sie. Diesmal weiß er auch, wo ich bin. Einmal vergiften. Willst du jetzt wirklich hier hochkommen? Mach mal, Junge. Mach mal. So. Das sollte den Athenern einen Vorteil verschaffen. So, und jetzt noch die Schatzkiste, dann habe ich das Lager hier fertig. Mann, Mann, Mann. Das hat gedauert. Na, die Bilder wieder da. Ist halt die Frage, soll ich die Festung machen oder soll ich darüber gehen oder das da machen? Festung hätte halt, ja, Festung dauert. Hat allerdings überall den Vorteil, dass da vielleicht wieder so Siegel abfallen, ne, weil... Also komm.